Bastelzeit und wie man erkennen kann, es geht mal wieder um USB. Ja, ich hatte da beim letzten Mal so ein bisschen Theorie gemacht, was das ganze USB Power Delivery Zeug und alles sonst, was USB und Stromversorgung angeht, denn in der Theorie ausmacht. Und ich hatte gesagt, dass es in der nächsten Woche dann darum geht, wie man das Ganze selber benutzen kann. Ja, nächste Woche hat nicht ganz gepasst. Mir sind dann noch so ein paar Punkte dazwischen gekommen, die ich dann doch noch aufnehmen wollte. Na, man lernt halt nie aus. Aber gucken wir dann diesmal, wie können wir das Ganze selber benutzen. Erstmal mit Fertiglösungen, dann eher so ein bisschen in die DIY-Richtung, auch wenn wir es nicht komplett DIY machen. Fangen wir mal einfach mit dem einfachsten an, wo es gibt. Naja, wenn wir USB-PD nutzen wollen, dann können wir schlicht und ergreifend USB-PD-Geräte nutzen. Ja, da ist es dann am einfachsten, ein Netzteil einzustecken. Und wenn wir jetzt hier mal holen, das hier ist ein USB-C-PD-Ladegerät. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein Handy dran klemme, dann Überraschung, das Ding wird erkannt. Oder auch nicht. Wenig überraschend, das Ding geht an und wir sehen, er liefert jetzt hier 5 Volt bei 1,5 Ampere. Das ist jetzt nicht ganz so dolle, weil 5 Volt kriegen wir halt auch von anderen Sachen, aber relativ einfache Erklärung, das Handy kann halt nicht mehr. Sieht ein bisschen anders aus, wenn wir andere Geräte holen. Wenn ich zum Beispiel mal hier so dieses Tablet hole, das kann ein bisschen mehr. Und wenn wir hier einstecken, dann... Na, und das ist der Vorführeffekt. Normalerweise hätte er auf 9 Volt gehen sollen. Ja, okay, Akku ist voll, daher geht er jetzt nicht hoch. Normalerweise würde er per PD 9 Volt aushandeln. Wir können das aber auch noch weiter treiben. Denn wenn wir zum Beispiel einen Laptop oder hier so eine Powerbank, die das kann, haben, dann wird hier wenig überraschend, nach einem kurzen Moment, 20 Volt ausgehandelt. Und das ist halt das Schöne. Hier, das ist jetzt ein 20 Volt Netzteil. Und alles, was in die Richtung geht, kann ausgehandelt werden. Und wie beim letzten Mal schon gesagt, selbst hier solche Geräte mit einem Apfel drauf, die haben zwar immer noch ihren Combi Lightning Stecker, aber technisch sind sie USB-PD kompatibel. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einstecke und einen kleinen Moment warte, dann sehen wir hier 5,4 Volt, dauert einen kleinen Moment und da sind wir bei 9 Volt. Also auch das scheint zu funktionieren. Ja, man sieht also, theoretisch alles, was halbwegs aktuell ist, funktioniert relativ gut. Es gibt aber natürlich noch ein Aber. Ich habe hier zum Beispiel ein Tablet und wenn ich dieses Tablet hier mal anklemme, dann sehen wir, machen wir das mal hier dran, 5 Volt, kleinen Moment warten und 9 Volt. Ist das USB-PD? Nee, leider nicht. Diese Powerbank, die hat nämlich zum Glück ein bisschen mehr Logik drin, die spricht nämlich ja alles, könnte man sagen. Das heißt also, die spricht sowohl USB-PD, aber auch die älteren Dinge wie eben Quick Charge und Co. Das können wir auch relativ einfach sehen, wenn ich nämlich zum Beispiel hier das Netzteil hole, das kann nur PD und das hier anschließe jetzt. Naja, hier kommt gar nichts, also kein Strom für uns. Ja, das ist der Nachteil. Bei Powerbanks und so, wie gesagt, hat man meistens das Glück, dass die relativ universell sind. Bei Netzteilen muss man immer ein bisschen drauf aufpassen, wenn man halt wirklich noch ältere Geräte wie das hier hat, was dann USB-PD halt nicht kann. Wie gesagt, das war die einfache Methode. Gerät einstecken kann jeder. Aber was ist jetzt, wenn wir Geräte haben, die noch kein USB-PD können? Da gibt es ja auch noch so das ein oder andere. Was ich hier zum Beispiel habe und wo ich gerade fleißig am Ablesen bin, das ist mein Laptop. Mein Laptop hier, das ist ein alter Lenovo und der hat den guten alten viereckigen Stecker. Wo ist er? Irgendwo hier lag er doch. Ja, dieses Teil hier. Das ist jetzt schön, aber was, wenn man irgendwie ein USB-C-Netzteil nur da hat? Ja, die Lösung für das Thema, das kann zum Beispiel sowas sein. Das ist ein kleines Adapterkabel. Das hat auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite den guten alten Lenovo-Stecker. Im Prinzip also genau dasselbe wie hier. Aber in dem Kabel, da steckt ein bisschen mehr drin und zwar ist hier in diesem USB-C, in der Buchse, ein kompletter IC drin, also ein kleiner Mikrocontroller, der tatsächlich USB-PD spricht. Und wenn wir den anschließen, dann sagt er dem Netzteil hier hinten, hi, gib mal bitte meine 20 Volt mit x Ampere und entsprechend kommen dann hier hinten unsere Spannungen raus, die wir für den Laptop benötigen. Und so kann man dann hier das Ding zum Glück USB-C fähig machen. Wenn wir das jetzt hier mal einstecken, den hier dran, und den USB-C vom Netzteil hier rein. Und wenn ich das Ganze treffe, zack, dann sehen wir,
Hier geht nach einem kurzen Moment die rote Lampe an und schon lädt das Ding. Können wir auch mal gerade visualisieren, wo ist der Tester, wenn wir den noch dazwischen klemmen. Können wir auch hier sehen, dass er lädt und nach einem kurzen Moment sehen wir hier unten unsere 20 Volt und aktuell jetzt ein halbes Ampere, jetzt 2 Ampere, jetzt hat er auch wirklich angefangen zu laden. Also wie man sehen kann, Laptop mit einem USB-C-Netzteil laden, überhaupt kein Problem. Oder auch, Laptop mit einer Powerbank laden, denn hier die Powerbank, die kann ja 20. Und wenn wir jetzt ein USB-C-Kabel uns nehmen, wo ist es denn? Dann können wir auch über die Powerbank hier Strom in den Laptop reinspeisen. Wir sehen jetzt hier Welcome und nach einem kurzen Moment sehen wir auch hier unsere 20 Volt, unser 1,5 Ampere und der Laptop lädt jetzt auch hier entsprechend dann über die Powerbank. Ob das jetzt so sinnvoll ist, steht an anderer Stelle, aber es kann einem schon mal so ein bisschen den Hintern retten, wenn man unterwegs ist, mal schnell noch was machen muss und halt so eine Powerbank dabei hat, die PD spricht. Und das hier ist jetzt für Lenovo, gibt es natürlich für ganz viele andere Geräte auch. Oder was es auch gibt, ist im Prinzip genau dasselbe, nur nicht mit dem viereckigen Stecker, sondern mit so einem Hohlstecker dran. Und dann gibt es so ganze Batterien für verschiedene Laptops. Auch der viereckige, den habe ich auch irgendwo rumliegen. Ist jetzt hier gerade nicht drauf, aber ja, ich denke, für jeden aktuellen Laptop sollte man da etwas finden. Vorteil an der Sache, fast alle Laptops laufen mit so 19, 20 Volt. Das heißt also, ja, hier so ein Universalding, was einmal aushandelt, gibt mal 20 Volt. Ist da keine so schlechte Lösung. Speaking of, die sind auch an anderen Stelle keine schlechte Lösung, denn ich habe dann noch so ein anderes Ding, was gerne ein bisschen Strom hätte. Und zwar mein guter alter TS100, der Lötkolben, den ich so meistens unterwegs mit dabei habe. Naja, der hat zwar prinzipiell hier oben ein Micro-USB, der ist aber nur zum Programmieren. Wenn man das Ding wirklich zum Löten benutzen möchte, dann muss man hier diese Hohlbuchse benutzen. Und normalerweise habe ich dann dafür hier mein Netzteil irgendwo im Rucksack rumfliegen, Hohlbuchse rein und das Ding hier gibt, ich glaube 24 Volt aus in dem Fall hier. Lass mal schauen, ja, 24 Volt, 2,5 Ampere und damit kann ich dann unterwegs löten. Zumindest mal, wenn ich halt Strom habe. Ist aber nervig, weil muss ich extra Netzteil für mitschleppen. Oder halt auch nicht, denn wenn ich jetzt hier so einen Adapter hole, wo ist der andere? Nehmen wir den hier mit der Hohlbuchse. Naja, der handelt ja mit meinem Netzteil, dem USB-C-Netzteil, was wir hier irgendwo rumfliegen haben, 20 Volt aus. Und 20 Volt ist für den hier auch noch okay. Der kann so alles zwischen 12 bis 24 Volt. Das heißt, ich kann den hier dazwischen machen. 20 Volt ist auf der Hohlbuchse und Überraschung, ich kann jetzt hier mit meinem Laptop-Netzteil meinen Lötkolben betreiben. Und was mit dem Laptop-Netzteil geht, haben wir eben schon gelernt, das geht dann auch unterwegs mit meiner Powerbank. Das heißt also, ich kann jetzt hier unterwegs meine Powerbank holen, meinen Lötkolben holen und kann jetzt hier unterwegs meine Lötarbeiten machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Heizung andrücke, sehen wir jetzt hier, 2,7 Ampere, der zieht, der hier heizt hoch. Und ich habe jetzt hier meinen guten alten TS100 dann auch für unterwegs brauchbar. Ja, ich weiß, es gibt auch Alternativen wie den TS80P müsste es sein oder Pinecell und die ganzen anderen Sachen, die fertig USB-C haben. Der hat halt den schönen Vorteil, dass der bis 60 oder 65 Watt hochgeht, was dann nochmal ein bisschen mehr Leistung ist als die anderen Lötkolben. Und hier habe ich dann so ein bisschen freie Auswahl und so ein Adapterkabel hier, das mitzunehmen, ist jetzt wirklich nicht so das große Problem. Gut, kann man unterwegs schön löten. Achso, und kurzer Hinweis noch, ihr habt jetzt ja gesehen, ich habe jetzt hier meinen USB-C-Stecker auf den Laptop-Adapter. Da muss man natürlich immer gucken, was man so hat und benötigt, denn ihr habt ja eventuell eben gesehen, dass das Netzteil, was ich habe, also hier das Ding von dem Laptop, das hat ja einen festen Stecker dran, das würde dann hier nicht funktionieren als Adapter. Aber es gibt hier diese Kabel, diese Adapterkabel auch in anderen Varianten. Ich habe hier zum Beispiel einen von USB-C Buchse, dann entsprechend auf hier den Stecker, wo man mit Adaptern arbeiten kann. Jetzt haben wir also alles Wichtige im Prinzip abgedeckt. Wir können irgendwie mit den Adapterkabeln unsere alten Geräte benutzen, die neuen sowieso direkt ranklemmen. Jetzt fehlt nur noch ein großer Punkt. Was, wenn wir wirklich eigene, komplett eigene Geräte haben?
Klar, die kann man auch mit hier so einem Adapterkabel betreiben. Die gibt es natürlich auch dann für andere Spannungen. Wie gesagt, die hier sind jetzt 20 Volt, aber man findet die auch durchaus irgendwie für 12 Volt, für 9 Volt oder was auch immer man haben möchte. Und naja, jetzt wollen wir aber irgendwie ein eigenes Gerät bauen. Und das soll dann ein bisschen schöner aussehen, möglichst alles integriert. Und ja, wie machen wir das denn? Nun, die einfachste Methode, das ist natürlich, wenn man 5 Volt braucht. Erstmal 5 Volt mit USB-A. Überhaupt kein Problem. Wenn wir nämlich unser Endgerät holen und USB-A dran haben, das heißt die alte Buchse, naja, dann reicht es einfach einzustecken und dann haben wir entsprechend auf den Powerpins unsere 5 Volt. Zumindest mal Stern. Offiziell dürfen wir ja nur 500 oder 900 mA ziehen. Aber sind wir realistisch, für die meisten Sachen reicht das. Wenn wir mehr haben wollten, dann müsste man wirklich anfangen auszuhandeln. Und bei USB-C, naja, theoretisch, USB-C hat auch nur 5 Volt Leitung. Also müssen wir auch nur einstecken und die 5 Volt Leitungen anzapfen, richtig? Naja, was passiert denn, wenn wir einstecken? Habt ihr eventuell eben schon bemerkt, hier passiert nichts. Und auch wenn wir unser externes Netzteil holen und das anklemmen, naja, passiert auch nichts. Das hat einen relativ einfachen Grund. Die meisten USB-Netzteile oder Powerbanks, die USB-C benutzen, die gucken nach, ist da wirklich ein Gerät oder nicht. Das heißt also, wenn wir einfach nur da was dran stecken, dann kommt da nicht 5 Volt raus. Können wir auch hier nochmal bestätigen. Holen wir einfach mal das hier. Das ist einfach nur von USB-C auf solche Pinheader. Wenn wir jetzt hier die Spannung messen, dann haben wir auf den Pins für 5 Volt, wo ist es? Und wir sehen, keine Spannung da. Na, natürlich ein bisschen ungünstig, wir wollen ja Spannung haben. Nun, bei 5 Volt kann man da zum Glück ein bisschen rumtricksen. Das ist da nicht ganz so schwer. Das magische Zauberwort, das nennt sich UFP oder Upstream Facing Port. Das heißt, wir müssen im Prinzip hier an der Stelle irgendwo sagen, hi, wir sind ein Gerät und wir wollen was haben. Um das zu machen, da brauchen wir die CC-Linien. Da gibt es hier CC1 und CC2 auf dem USB-C-Stecker. Und die müssen wir jeweils mit einem 5,1 Kilo-Ohm Widerstand gegen Ground ziehen. Es muss je CC-Kanal einer sein. Das heißt also, wir können nicht irgendwie beide zusammenschalten und dann das Ganze anklemmen. Wenn wir das tun, dann sieht das hier so aus. Welcome und nach einem kurzen Moment kommen unsere 5 Volt raus. Ihr habt jetzt eventuell gesehen, dass ich nur einen Widerstand benutzt habe. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ob CC1 oder CC2 benutzt wird, kommt sehr darauf an, was für ein Gerät man hat, was für ein Kabel man hat und wie rum man den Stecker gerade einsteckt. Das ist dann je nachdem der 1er oder der 2er. Das heißt, es ist immer nur einer aktiv, jedenfalls in den meisten Konfigurationen. Aber ihr wollt beide anklemmen. Dadurch, dass wir jetzt hier den Widerstand dran haben, sagen wir dem USB-C-Port, gib mal 5 Volt. Das Current Limit ist in dem Fall auf 3 Ampere eingestellt. Das heißt, bis 3 Ampere können wir uns da fleißig bedienen. Jetzt war das aber ja alles nur 5 Volt, was wir hier gemacht haben. Und wir wollen eventuell ein bisschen mehr haben als 5 Volt. Das heißt also, ja, 12 Volt, 20 Volt, irgendwie sowas. Und ich habe ja eben schon gesagt, hier sind kleine ICs drin, die dann tatsächlich irgendwie Protokolle aushandeln. Und im Theorieteil hatte ich es ja schon erklärt, über diese CC-Pins, die wir hier haben, wird dann Datenkanal zum Netzteil aufgebaut, ausgemacht, welche Spannung, welcher Strom etc. etc. Dieses ganze Protokoll ist theoretisch offen, aber leider nur offen für Leute, die auch die Spezifikation gekauft haben. Die sind relativ teuer und ich habe bisher noch keine Open-Source-Nachbau gefunden, der wirklich dieses Protokoll spricht, was wir hier benötigen. Das heißt, komplett selber bauen mit einem Mikrocontroller ist nicht. Aber glücklicherweise, naja, hier ist auch ein fertiger drin. Diese fertigen ICs gibt es relativ günstig und ja, die kann man sich entweder kaufen oder man kauft sie sich auf einer entsprechenden Adapterplatine. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe hier zum Beispiel mal eine. Das ist ein sogenanntes USB-PD-Triggerboard. Hier ist ein kleiner IC drauf, das ist jetzt ein chinesischer, ist gar nicht so teuer und naja, hat einen kleinen Mikrocontroller dabei. Das Einzige, was der hier macht, ist, auch wenn jetzt hier USB draufgelötet ist, fälschlicherweise, ja, USB-PD mit der Powerbank in dem Fall hier zu sprechen oder ein Netzteil. Was man jetzt machen kann, ist, wir können den hier einstecken. Wir können den hier einstecken und es geht hier eine LED an, eine rote.
Und wenn wir drauf gucken, wir geben 5 Volt aus. Dann haben wir ja den magischen Taster hier noch. Und wenn wir den drücken, wechselt die Farbe. Wir sind dann nicht mehr rot, sondern grün. Für 9 Volt, Überraschung, 12 Volt, Cyan 15 Volt, Blau 20 Volt. Wir können also hier mit dem Triggerboard tatsächlich hingehen und können die unterschiedlichen Spannungen anfordern. Es ist auch möglich, das Ganze zu speichern, und es gibt auch noch andere Modi. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal drücke, geht auf 13,2 Volt. Ich glaube, das ist die maximal dynamisch einstellbare Spannung von der Powerbank oder sowas. Gibt da viele Dinge. Was man machen kann, ist den auch hier, aktuell ist es so zum Beispiel, wenn wir hier auf, was ist das jetzt hier? Ja, das ist glaube ich 12 Volt. Sagen wir, wir wollen 12 Volt in einem Projekt haben. Im Moment ist das nicht so dolle, weil sobald ich ihn rausziehe, voilà, und hier meine halbe Beleuchtung runterschmeiße, wenn ich den jetzt neu einstecke, wir haben ja bei 12 Volt ausgezogen, aber sobald ich ihn einstecke, sind wir wieder bei 5 Volt. Ist nicht gut. Es gibt da aber zum Glück eine Möglichkeit, das hier bei denen zu speichern. Das hier sind die ZY12PDN. Ich glaube, die gibt es auch in anderen Dingen, die dann statt USB-Buchse entweder nur die Lötbuchsen da haben oder ein Schraubterminal da haben. Das sind, glaube ich, die letzten Buchstaben. Was wir mit denen jedenfalls machen können, ist den Schalter gedrückt halten, dann einstecken. Jetzt sehen wir, der hat ein bisschen Party gemacht und so ein Blinkmuster gemacht. Jetzt können wir hier einstellen, was wir für eine Spannung wollen. Sagen wir 12 Volt. Ist jetzt grün, er hat aber nichts geändert. Und wenn wir jetzt gedrückt halten, dann geht es kurz aus. Wenn wir jetzt hier neu einstecken, dann fängt er mit grün an und gibt auch direkt 12 Volt aus. Und so kann man dann hier so ein Board in seine Schaltung reinmachen und kann dann entsprechend zum Beispiel 12 Volt daraus ziehen und seine Schaltung versorgen, wenn man irgendwas hat, was die Spannung benötigt. Es gibt auch noch andere Methoden. Zum Beispiel habe ich hier noch solche kleinen Triggerboards, die ein bisschen anders aufgebaut sind. Das sind diese hier. Gerade hier rausholen. Ist etwas kleiner, wie wir sehen können. Hat ein paar Funktionen, die toll sind, hat ein paar Funktionen, die nicht so toll sind. Ich habe hier noch einen, der schon ausgepackt ist. Und zwar, wir haben auch hier eine USB-C-Buchse. Wir haben 2 Lötpads hinten, wo unsere Spannung rauskommt und einen IC da drauf. Aber sonst nichts. Das heißt also, der hat eine fixe Spannung. Wenn wir hier den zum Beispiel einstecken, der hier, der identifiziert sich direkt auf 12 Volt. Und hier hinten kommen jetzt 12 Volt raus. Die sind dabei auch teilweise einstellbar. Der hier, der kann zum Beispiel, wenn wir auf die Rückseite gucken, 5 Volt, 12 Volt und auch 9 Volt. Das Ganze läuft über diesen kleinen Transistor hier an der Seite. Dieser Transistor, den habe ich selber drauf gelötet, das sagt ihm 12 Volt. Wenn ich ihn wegmache, sind es 9 Volt. Und wenn ich den auf die hintere Position mache, dann wären 5 Volt. Wobei, dann brauche ich das Triggerboard nicht. Von daher ist das ein bisschen ungünstig. Es gibt noch eine zweite Variante von dem. Den kann man dann umstellen zwischen anderen. Der hier kann 9 Volt und 12 Volt. Die andere Variante, die kann 15 Volt, 20 Volt und natürlich 5 Volt. Das heißt also, ja, wenn jemand sowas haben will, kann man auch hier das einbauen. Ich muss allerdings dazu sagen, der hier hat eine Funktion weniger, der hier hat, die euch auf die Füße fallen kann. Und das ist die Power-Signalisierung. Jedenfalls hat er sie nicht eingebaut. Denn was der hier macht, der größere, der geht hin, handelt mit dem USB-Gerät erstmal die 12 Volt zum Beispiel aus und schaltet dann erst die Stromversorgung hier hinten an. Das heißt also, wenn ihr einsteckt, kriegt ihr direkt 12 Volt. Bei hier dem ist das nicht so. Wenn man den einsteckt, kommen hier hinten erstmal 5 Volt für ein paar Millisekunden oder so raus. Und erst wenn der hier dann ausgehandelt hat, springt es plötzlich auf 12 Volt hoch. Es ist theoretisch möglich, bei hier dem IC, der hier drauf verbaut wurde, da auch noch ein Käbelchen dran zu löten und da einen Transistor dahinter zu setzen. Muss man sich dann überlegen, ob das mit so einem Fertigmodul eine gute Sache ist. Das ist gut zu wissen, wenn man selber den Chip zum Beispiel und die Buchse kauft und eine eigene Platine macht, dann kann man das natürlich tun. Aber hier so kann es einem eventuell auf die Füße fallen. Auch sollte man, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, USB mit einem Standardkabel und so, normalerweise 3 Ampere. Das heißt also, man kann nicht unendlich viel ziehen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, was man alles machen kann, wie einfach es auch sein kann, über hier solche fertigen Boards oder ICs USB-PD dann ohne selber da noch rumhantieren zu müssen, in eigene Projekte integrieren zu können.
Wie gesagt, der ist jetzt zum Beispiel auf 12 Volt eingestellt, handelt also automatisch mit der Powerbank oder was man hat 12 Volt aus. Sollte es tatsächlich so sein, dass das Netzteil nur 9 Volt kann, dann kämen halt nur 9 Volt raus, weil nächst kleinere. Er versucht halt immer das Höchste auszuhandeln, was geht, aber ja, geht halt, ist halt davon abhängig, was die Box so kann, die hinten dran hängt. Und das können wir uns auch mal anschauen. Ich habe hier ein anderes Netzgerät. Wenn wir hier drauf schauen, das sagt nur was von USB-C-Output 5 Volt 3 Ampere oder 9 Volt 2,22 Ampere. 12 Volt tatsächlich auch noch, aber kein 20 Volt und das Ganze limitiert auf 20 Watt. Es klingt so, als ob das nicht die 20 Volt hinkriegt. Also nehmen wir uns mal einfach hier einen entsprechenden Stromstecker, stecken das Ganze ein und was haben wir hier? Nehmen wir mal den Adapter hier, der für mein Lötkolben in Einsatz war. Wenn wir den hier einstecken, jetzt handelt er ja aus. Jetzt gucken wir einfach mal mit dem Multimeter, was denn so jetzt hier hinten rauskommt. Ich vermute mal, es werden eben keine 20 Volt sein, sondern, was haben wir? Überraschung. Na, wir haben 12 Volt. Ja, das ist halt das Höchste, was er aushandeln kann hier mit dem Netzteil. Also gibt es jetzt eben nur 12 Volt statt 20 Volt. Das ist das, was ich eben meinte. Je nachdem, was man gerade benutzt, kommt dann eben nur das raus, was gerade vom Netzteil verfügbar ist. In dem Fall hier maximal 12 Volt. Und wie wir gesehen haben, bei so anderen Dingern dann auch mal 20 Volt. Meine Powerbank kann wie gesagt alles. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 12 Volt und kann hier fleißig meine LEDs zum Leuchten bringen. Wenn wir hier einfach mal 12 Volt Streifen dran machen. Dann sehen wir, Überraschung, es leuchtet. Und jetzt können wir sogar hier gucken. Die Powerbank hat ja eine Ampere-Anzeige, was dann da rauskommt. Ist hier ein bisschen nervig, weil ich halt leider die mit der USB-Buchse nur bekommen habe. Aber ja, wir sehen, es leuchtet. 12 Volt, 700 mA. Also, funktioniert. Und ich denke mal, damit kann ich schon ganz gut meine zukünftigen Projekte so ein bisschen in den Griff bekommen und so dafür sorgen, dass ich am Ende hoffentlich nur noch eine Art von Netzteil brauche. Denn ihr habt gesehen, mein Handy lädt mit USB-PD, mein Tablet lädt mit PD, selbst diese Apple-Dinger laden mit PD, mein Laptop lädt mit PD, mein Lötkolben geht mit PD. Und ja, im Zweifelsfall geht dann halt auch der LED-Streifen mit PD. Und solange die Hersteller sich jetzt da halbwegs dran halten und nicht wieder anfangen, da alles zu sabotieren und durch eigene Exklusivsachen zu verbasteln, wie gerade die Streaming-Dienste das tun, würde ich doch sagen, dass die Stromversorgungsprobleme der Vergangenheit damit durch einen Anschluss jetzt erstmal ersetzt wurden, der so ziemlich alles können sollte, was man braucht. Und damit dann auch mit ein bisschen hin und her die eigenen Projekte das tun, was sie sollen.